erstmal ein Schlückchen Wasser einschenken. Ein Schlückchen Wasser, weil, ja, oh, das läuft natürlich, es muss noch gefiltert werden. Ich filter hier gerade mein Wasser, es dauert noch ein bisschen. Ja, heute geht es um die sogenannte Prioritätsliste. Prioritätsliste. Was will Mr. T aus Karlsruhe zum Thema Prioritätsliste? Schaut mal, ohne Herzschlag, ohne Atmung, ohne Herzschlag, wird es eng, ne? Wird es ganz schnell eng. Dann ist das Zeitliche gesegnet. Das nächste ist, also Nummer 1, ohne Herzschlag, ohne Atmung, Sense, sind wir uns einig. Nummer 2, ohne Flüssigkeit ist in der Regel nach 3 Tagen bis 4 Tagen ist Feierabend. Ohne Schlafen, 5, 6, 7 Tage ist Feierabend. Ohne Essen, zwischen 18, 19, 20, 21 Tage ist Feierabend. Schluss mit lustig. Und somit erkennen wir eine ganz natürliche Prioritätsliste. Eine ganz natürliche Prioritätsliste, die uns natürlich auch sagen sollte, was ist denn tatsächlich wichtig? Ja, und in der Tat, Atmen und Herzschlag ist wichtig. Deswegen läuft es dann auch automatisiert. Das macht der Körper ja von ganz alleine. Wenn alles gut läuft, müssen wir uns ja darum nicht kümmern. Das ist ja auch gut so. Aber das Thema Trinken. Mein Wasser filtert gerade noch. Das Thema Trinken. Darum müssen wir uns kümmern. Das Thema Schlafen. Darum müssen wir uns kümmern. Ja, wir müssen uns darum kümmern. Und das Thema Essen. Auch darum müssen wir uns kümmern. Also ist es doch ganz klar, dass es gewisse Grundbedürfnisse gibt, also Herzschlag, Atmung, okay, außen vor, das muss automatisiert ablaufen, dafür ist unser nervales System dafür zuständig, aber das Trinken, das Schlafen und das Essen muss unser Gehirn mitentscheiden. Denn es gibt viele Menschen, die trinken tatsächlich am ganzen Tag einen halben Liter, dreiviertel Liter. Für die ist es ganz schwer, sich regelmäßig mit Wasser zu versorgen. Es gibt Menschen, ja, die gehen halt mal ins Bett, weil man denkt, ja gut, es ist 2 Uhr in der Nacht, jetzt gehe ich mal ins Bett, aber um 5 Uhr muss ich wieder raus. Um 5:30. Obwohl der Körper jammert und schreit. Auch beim Trinken ist es oft so, die Haut ist unrein, die Leistung ist minimiert, Kopfschmerzen sind da, schlechter Mundgeruch, an den Augen sieht man schon. Essen, trinken wir trotzdem vergessen. Essen. Manche essen viel zu viel, auch sichtbar viel zu viel. Boah, muss ich nicht regulieren, mache ich einfach so intuitiv, lasse ich halt mal so laufen. Oder sie essen zu wenig, essen gar nichts, fühlen sich schlecht, bringen keine Leistung, fühlen sich ausgelaugt, das Gehirn funktioniert nicht mehr richtig, Konzentration fehlt. Ja, ich esse halt so weiter. Obwohl diese Dinge auf der Prioritätsliste ganz oben stehen mit höchster Dringlichkeit, muss man Menschen daran erinnern, dass es Sinn macht, erstens mal, mein Wasser ist gefiltert, jetzt gibt es gleich einen großen Schluck, Freunde, denn es ist tatsächlich so, wenn man im Arbeitsfunnel steckt, im Hamsterrädchen, da vergisst man ganz oft, dass es Dinge gibt, die sind lebensnotwendig für uns. Ja, ist so. Trinken ist lebensnotwendig. Ansonsten vergiften wir uns. Schlafen ist lebensnotwendig. Ansonsten geben wir den Löffel ab. Essen, gesund essen, ist lebensnotwendig. Ansonsten werden wir vielleicht krank, haben Übergewicht und bekommen alle Krankheiten, alle Begleiterscheinungen im Übergewicht. Und das müssen wir uns daran erinnern. Das müssen uns sogar Wissenschaftler erklären, dass es wichtig ist. Wir brauchen die wissenschaftliche Studie, die belegt, Wasser macht Sinn. Nein, keine schwarze Brühe. Nein, keine gelbe Brühe. Nein, kein Gummibärchengeschmack. Nein, brauchen wir nicht zum Überleben. Wir brauchen nur Wasser H2O. Und davon ausreichend. 2,5, 3, 3,5, je nach Körpergröße, nach Jahreszeit, je nach körperlicher Tätigkeit, nicht körperlicher Tätigkeit, ist das Grundbedürfnis vom Körper. Das müssen uns Wissenschaftler sagen und müssen uns sagen, dass wenn wir was anderes machen, ist es falsch, ist nicht gesund.
die intelligenteste Spezies auf diesem Erdball muss das bestätigt bekommen. Weiß das nicht. Das nächste ist im Schlafen. Ja, Schlafen wird überbewertet. Wir sind so im Hamsterrad, wir sind so am Arbeiten und so erfolgreich, wir brauchen nicht schlafen. Wir arbeiten durch. So, und was passiert? Die einen halten es durch, die anderen überleben es, die anderen überleben es nicht. Kriegen alle möglichen Störungen, psychische Störungen, Halluzinationen, halten sich über Wasser mit allen möglichen künstlichen Substanzen, nur um wach zu bleiben, weil sie abliefern wollen, weil sie zeigen wollen, dass sie die erfolgreichsten auf der ganzen Welt sind und vergessen aber, dass Schlafen lebensnotwendig ist. Und sie brauchen auch einen Wissenschaftler und auch einen Onkel Doktore im weißen Anzug, der ihnen sagt, nein, das ist nicht gut, was du da machst. Pass ein bisschen auf deine Gesundheit auf. Die intelligenteste Spezies auf dieser Welt. Aber sicher. Weiter geht's im Essen. Nichts essen. Runterhungern. Führt dazu, dass Menschen keine Leistung bringen. Dass sie leer sind. Dass das Gehirn nicht richtig funktioniert. Schlechtes Essen funktioniert dafür, dass das Gehirn nicht richtig, dass der Körper nicht richtig funktioniert. Zu viel Essen sorgt dafür, dass der Körper nicht richtig funktioniert. Zu viel Essen sorgt dafür, dass wir träge sind. Zu viel Essen sorgt dafür, dass wir krank werden. Nein. Dem Menschen muss man es erklären. Dem muss man es erklären. Da steht ein Wissenschaftler, macht eine wissenschaftliche Studie und sagt, wenn du dich nicht gesund ernährst, wirst du nicht gesund. Und du wirst krank werden. Ach so. Ach so. Stimmt das wirklich? Muss ich wirklich mich gesund ernähren? Nö, brauche ich doch nicht, oder? Nee, ich warte lieber drauf, bis es richtig wehtut, bis ich die Bestätigung habe von meinem Körper, bis er die rote Karte zieht. Ach so, ich müsste vielleicht auch mal mich ein bisschen gesünder ernähren. Aha. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es einfach eine Prioritätsliste gibt, was wir tun, was wir lassen sollten. Leider hängt da für viele Menschen ein ganz großer Schleier drüber. Ein Schleier von, wie drücke ich das am geschicktesten aus, ein Schleier von, ich will erfolgreich werden, ich will alles erleben, ich will alles mitmachen, aber ich habe keine Zeit, weder zum regelmäßig trinken, noch zum regelmäßig schlafen, noch zum regelmäßig essen, alles egal, ich bin so im Raketentunnel, ich bin so auf der Erfolgsspur, ich bin so ein geiler Typ, ich brauche das alles nicht. Ich warte erst, bis die rote Karte kommt. Denn die orangenen Karten, die waren ja schon öfters da. Die orangenen Karten, unkonzentriert, schlechte Haut, Schuppenflechte, Magen-Darm-Trakt-Probleme, zu hoher Cholesterinwert, Herzrhythmusstörungen, war ja alles schon da. Aber alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Wird schon werden, ansonsten gibt es ja noch den Onkel Doktore, der hat eine schöne Pille, die haue ich mir rein, ist alles wieder gut, alles gut, alles gut. Die intelligenteste Spezies auf diesem Erdball macht solche komischen Sachen. Obwohl die Dinge, die ich jetzt erklärt habe, ganz einfach und rational sind, ja, die sollte man berücksichtigen. Darauf sollte man Wert legen. Freunde, ich muss mal zwischendurch die Uhr gucken, denn ich habe jetzt noch genau 5 Minuten, dann kommt mein nächster Coachee und dann sollte ich unten sein. Also, haben wir noch 5 Minuten. In den 5 Minuten geht mir es einfach darum, euch zu sensibilisieren, dass es Sinn macht, dass ihr regelmäßig trinkt, dass ihr regelmäßig dafür sorgt, ist das klares Wasser, ja? Also regelmäßig dafür sorgt, dass der Körper mit gesunder, weitmöglich gesunder, natürlicher Flüssigkeit versorgt wird. Eben wie erwähnt, 2,5, 3, 3,5, 4 Liter Wasser, dass ihr regelmäßig schlaft, dass es Sinn macht, regelmäßig zu schlafen, dass es auch Sinn macht, ein Schlafritual zu haben, gesund zu schlafen, denn wir schlafen ein Drittel unseres Lebens und somit kann Schlaf nicht so unwichtig sein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Ernährung, fürs Essen, ganz klar. Es macht Sinn, sich regelmäßig gesund zu ernähren. Warum? Weil unser Organismus, das ist ja Biochemie pur. Alle unsere Systeme hier, sei es Muskulatur, sei es Gehirn, sei es Haare, sei es Fingernägel, sei es Zellen, überall findet ein Energieaustausch, ein Austausch an Substanzen statt. Da wird aufgebaut, da wird abgebaut, da werden Systeme versorgt mit Energie, da werden Hormone synthetisiert. All diese Sachen benötigen ja Rohstoffe. Und diese Rohstoffe, die sollten wir natürlich
liefern. Und entsprechend dessen benötigen wir natürlich eine regelmäßige Versorgung mit Nährstoffen, um das ganze System zu erhalten. Somit einfach für euch, einfach mal so diese Sensibilisierung an euch, an unsere intelligenteste Spezies, da zähle ich mich auch dazu. Auch ich mache Fehler in manchen Bereichen, die ich natürlich auch immer wieder versuche auszumerzen. Auch ich bin nicht der Heilige, das könnt ihr mir gerne glauben. Auch ich habe meine Baustellen, an denen ich arbeiten muss, aber ich kenne die Baustellen, ich arbeite auch sehr gerne an Baustellen. Aber an der Baustelle trinken, an der Baustelle Ernährung, an der Baustelle bewegen, muss ich nicht arbeiten. Weil das ist für mich ganz klar, dass das Grundfundament ist für mein Leben. Das ist die Essenz, um natürlich auch in allen anderen Dingen, in allen anderen Bereichen des Lebens teilnehmen zu können, genießen zu können und auch langfristig in die Zukunft gesehen das Ganze natürlich ja, verarbeiten kann, mitnehmen kann, erleben kann und auch mal später zurückgucken kann und kann sagen, ja, alles gut. Du hast so wenig wie möglich Fehler gemacht, denn ganz fehlerfrei werden wir nie sein, müssen wir auch nicht. Aber du hast einfach dafür gesorgt, dass du so wenig wie möglich Angriffsfläche bietest für Krankheiten, für ja, reduzierten Lebensluxus, weil die Gesundheit nicht mehr da ist. Da hast du alles richtig gemacht. Eine Garantie gibt es nie, aber da bist du schon mal safe. Und genau das ist das, was ich euch sensibilisieren möchte. Denkt daran, ihr braucht regelmäßig frisches, gutes Wasser. Gefiltertes Wasser wie ich, weil das ist jetzt ein spezieller Filter, wo ich das Wasser durchlaufen lasse. Da ist das Wasser hat die gleiche Qualität wie Zellwasser, wie unser Wasser in den Zellen. Das ist das Trinken, weil unser Organismus zu größten Anteilen aus Wasser besteht. Also der Körper besteht 60-70% aus Wasser. Das nächste ist das Thema Schlaf. Wenn man genau darüber nachdenkt, mal in unsere Urgene geht, weil unsere Gene sind immer noch die, wie die Jungs im Wald rumgerannt sind, mit der Behaarung sich gegenseitig die Keule auf den Kopf geschlagen haben, Gene sind auch noch gleich oder fast identisch. Und da war es so, es wird hell, wir werden wach, es wird dunkel, wir gehen zu Bett. Es war so ein gleichmäßiger, gleichbleibender Rhythmus, der gut getan hat. Weil die Natur hat sich ja auch dabei was gedacht, dass sie es so gemacht hat. Also unser gesamtes Hormonsystem, unser gesamtes Sein, Nichtsein, gesamte Abläufe sind biorhythmisch strukturiert. Also macht Sinn, warum die Natur das so macht. Es ist nicht so, dass die Natur sagt, ich bin doof und mache das jetzt irgendwie aus Gründen XY, sondern es hat seinen Grund. Wir Menschen sagen, ja, wir machen die Nacht zum Tag und wundern uns dann. Gucken wir gerade mal. Lieber Helmut, darf ich dich nachher kurz zurückrufen, weil ich bin gerade mitten in einer Besprechung? Super, mache ich. Dankeschön. So, jetzt war der live dabei. Das war ein Coach von mir, den rufe ich nachher gleich mal an, weil ich noch was mit ihm besprechen muss. So, jetzt bin ich kurz rausgekommen, macht am nächsten Mal, sollte man das Handy ausschalten, habe es vergessen, Flugmodus reinzumachen. Einfach, dass es uns klar ist, was ist die Grundvoraussetzung für ein gutes Leben. Und da hat uns die Natur hervorragende Vorgabe gemacht, hervorragend. Indem die Natur sich über Jahrtausende, über Jahrmillionen sich dabei was gedacht hat, dass wenn es Nacht ist, wir schlafen sollten, dass wenn es Tag ist, wir wach sein sollten, dass wir dafür sorgen sollten, dass wir gesunde Ernährung haben, dass wir gedeihen und dass wir wachsen können, dass wir uns regenerieren, dass wir natürlich leistungsfähig sind und bleiben, dass wir dafür sorgen, dass unsere Art erhalten wird. Das gleiche gilt auch fürs Essen. Auch da hat die Natur was dabei gedacht. Die hat sich schon gedacht, nein, du sollst nicht so viel Zucker essen, weil das Natur nicht vorkommt. Nein, du solltest nicht so viel Alkohol trinken, weil es Natur nicht vorkommt. Nein, du solltest eben regelmäßig essen. Nein, du solltest eben nicht nachts um 22 Uhr die größte Mahlzeit essen. Nein, du solltest eben nicht unnatürliche Dinge essen, die in der Natur so nicht vorkommen, in der Konzentration, die die Natur nie so vorgesehen hat, wo die Gene nie damit konfrontiert waren, sollst du nicht machen, weil es unnatürlich ist. Und genau daraufhin wollte ich euch sensibilisieren, dass ihr euch mal darüber Gedanken macht. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Und das ist gar nicht so schwer. Das ist auch nicht so schwer, dass man sich da jetzt brutal in irgendwelche tief wissenschaftliche Bücher vergraben muss, muss man aber nicht, sondern es sind einfach auch viele Dinge, die natürlich logisch sein sollten, wie regelmäßige Wasserversorgung, regelmäßiger Schlaf, in der Nacht natürlich nicht tagsüber und natürlichen Schlaf, natürlich nicht einen Schlaf mit Schlafmitteln. Genauso auch natürliches Essen, so weiter mit dem Atembedarfsrecht, dass es einen ganz, ganz großen Sinn macht und ganz wichtig für uns ist. Das wollte ich euch mit diesem Video mitgeben, dass ihr euch darüber mal Gedanken macht. Wenn ihr mich das einmal erfasst habt, dann sind viele Entscheidungen, die ihr danach trefft, wenn es bei euch angekommen ist, nicht mehr schwer.
dann fällt euch diese Entscheidung, wenn ihr es verstanden habt, warum, weshalb, die Entscheidung nicht mehr schwer, dass ihr trinken sollt. Es entfällt euch die Entscheidung nicht mehr so schwer, dass ihr regelmäßig einen guten Schlaf braucht, dass ihr für diesen guten Schlaf eine gute Vorbereitung braucht, dass ihr dafür einen guten Schlafbereich braucht. Denn ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Dreimal am Tag essen wir in der Regel. Dass das soweit möglich gesund, soweit möglich artgerecht sein soll, das verstehen wir dann. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass das, was du tust, für dich selbstverständlich wird, dass das, was du tust, für dich eine Routine wird und dass das, was du tust, dir gut tut. Das war's schon mal wieder von Andreas Triebenbacher, Mr. T aus Karlsruhe, der sich freut darauf, wenn er sagt, den Video fand ich geil, der sich freut darauf, wenn ihr mir Feedback gebt, der sich freut darauf, wenn er sagt, ich habe da noch eine Idee. Und wenn ihr jetzt auch noch sagt, den Mann würde ich gerne mal live erleben, mit dem Mann würde ich gerne mal ein 1:1 Gespräch führen, könnt ihr das jederzeit. Einfach mal in die Bemerkung und reingucken, da findet ihr den Link, da klickt da drauf. Und wenn alles gut läuft und wir zusammenpassen, dann haben wir demnächst ein erstes unverbindliches Gespräch. Über eine Stunde, kostenfrei. Indem ich dir zeige, welche Wege kannst du gehen. Vielen Dank, herzlichen Dank von Mr. T aus Karlsruhe.